Gut. Ja, die Mutter wartet immer noch auf einen ihrer Söhne. Die scheinen ja auch, ich war ja schon mal oben, da war der ja noch nicht da, die scheinen ja auch einfach irgendwo dann zu erscheinen, sobald man die Quest aktiviert hat. Aber... Tröpfchen. Sieht jetzt hier nicht so aus. Ich hoffe, ich übersehe den jetzt gerade auch nicht. Nein, nicht so. Daher werde ich hier nochmal ein bisschen einmal... Ach, guck mal, hier waren wir noch gar nicht. Yeah, give me the money. Give the money. hier hinten war ich scheinbar schon. Da blinkt was, aber das ist die Mutter. Schlaf im Katzenkorb. Hm, vielleicht muss ich auch erst schlafen. Kann ich dann mit ihr quatschen? Hallo. Du hast meinem Jungen geholfen, nicht wahr? Vielen Dank. Du ahnst ja nicht, was das für mich bedeutet. Ich hoffe, es bereitet dir keine allzu großen Umstände, meinen anderen Sohn zu finden. Ich wollte gerade sagen, sind wir schon fertig und ich habe nur gelesen, dass es drei sind. Was hat ein Tröpfchen für ein Problem? Oh Gott. nee, ist natürlich kein Problem. Ich habe nur absolut keinen Schimmer, wo der sein könnte. Hey, Omi. Hallo, junger Mann. Kann ich dich für frisches Obst begeistern? Nein, ich will Pommes. Wow, schicke Kleidung. Wo hast du die denn her? Das ist ein Geheimnis. Ich will ja nicht, dass wir in den gleichen Klamotten rumrennen. Ach, wo könnte der denn sein? Eigentlich würde ich auch sagen, dass ich jetzt schon überall war. Hier hockt er ja auch nicht zufällig in irgendeiner Ecke. Hier steht doch ein Junge. Du bist doch, oder? König Tom hat immer mit mir und meinen Freunden gespielt. Aber er ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr aus seinem Schloss herausgekommen. Ohne ihn ist es echt langweilig. Ach krass. Ist ja nett, dass der mit euch spielt. Was haben wir hier? Wow. Eine Kiste. Waren wir da schon? Du erhältst eine Flasche Eiskaffee. Was die hier für lustige Sachen haben. Die haben Eiskaffee und alles, aber ich bin der, der mit komischen Klamotten rumläuft. Ist klar. Hier komme ich aber nicht hin, so wie es scheint. Oder? Nee. Hm. Ich habe echt keine Ahnung, wo der Junge jetzt sein könnte. Da oben waren wir. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht, ob wir die Quest schon angenommen haben. Ich meine, ich laufe jetzt nochmal einmal hier hin. Das ist ja direkt ums Eck. Aber sonst weiß ich echt nicht. Können die auch außerhalb sein? Kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Nee. Hier steht kein Junge und heult. Nee. I don't know. Gut, dann würde ich sagen, wir schlafen einmal und holen uns unsere Klamotten ab. Dann kommen wir auch mal ein bisschen in der Story weiter. Aber doof. Die anderen hat man ja relativ fix gefunden. Und so groß ist die Stadt ja jetzt hier auch nicht. Ja, hier ist auch niemand. Deine Ecke nicht. Ich würde sie auch auf der Karte sehen. Ach, die Krüge füllen sich auch wieder auf? Kann das sein oder habe ich den übersehen? Habe ich den echt übersehen? Ich weiß gar nicht. Dann gehe ich nie wieder hier weg und ich werde reich. Guten Tag. Hier ist auch kein Kind, soweit ich sehe. Willkommen in der hiesigen Herberge der Katzenkorbkette. Wir bieten Ihnen eine schnurgemütliche Atmosphäre und mir außerordentlich günstige Preise. Übernachten. Uns bleibt nichts übrig, aber 10 Gulden haben wir. Ein Zimmer kostet 10 Gulden. Übernachten? Yep. Es ist zwar noch hell, aber gehen wir schlafen. Es freut uns, dass ihr Miau auf einen Besuch vorbeikommt. Miau, ihr seht etwas seltsam aus. Ihr seid wohl ein Reisender, nicht wahr? Dann seid ihr herzlich eingeladen, in jeder unserer Herbergen Rast zu machen, wohin mir auch immer euch eure Reisen führen mögen. Wir sind sehr stolz, mir auf unsere wollig warmen Betten und hoffen, dass sie euch ebenso sehr gefallen. Vielen Dank. Hä? Sieh nur, dein magischer Begleiter, irgendwas hat sich verändert. Ah, das nenne ich nützlich. Die Erinnerungen aller Reisenden, die hier abgestiegen sind, haben ihn wieder ein wenig ergänzt. Na sowas, damit hätte ich nicht gerechnet. Wieso nicht zum Kuckuck? Schließlich ist das ein richtig mächtiges Zauberbuch. Wir übernachten besser in so vielen dieser Buden wie möglich, was? Tja, schätze schon. Okay, du hast eine neue Seite der Region der Welt erhalten.
ist scheinbar was zum Lesen. Ich weiß nicht, ob ich das alles dann immer vorlesen soll oder ob ich das mal als Special-Folge mache, wenn ich einmal durchgespielt habe, aber das könnte sich natürlich anhäufen und eine Menge werden. Oliver? Oliver? Huh? Mom? Mom! You've done so well to make it this far, Oliver. Mom? Is this a dream? You must listen to me now, Oliver. You have to go to him, to face him. And when you do, you'll learn the truth. Promise me, no matter how hard it is. Him? Mom, who's him? Mom, what do you mean? He's someone very important to both of us. But who is he? And where do I have to go? It's all right, sweetie. You're already on your way. Don't give up, Oliver. No matter how hard it gets. Guten Morgen, junger Mann. Und was für ein miausnehmend schöner Tag heute ist. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Wunderbar. Ihr möchtet gewiss miaufbrechen. Wenn ihr miauf euren Reisen an einem anderen Katzenkorb vorbeikommt, dann übernachtet doch wieder bei uns. Danke, Gnädigste. Bis bald. Gut, Olli. Zurück zum Eulenladen, okay? Oh, okay. Mama. Ja, komm, speichern wir mal den Fortschritt, oder? Aber dann machen wir einen neuen Spielstand. Sicher, sicher. Für den Fall, dass wieder irgendwas mit der Aufnahme nicht klappt und ich nochmal aufnehmen muss. Okay. Ja, hier kommen wir nicht hoch. Das ist so... Ich fühle mich so ausgegrenzt. Na gut. Oh, Moment mal. Oder habe ich das gerade falsch gesehen? Ich möchte... Nee, es ist... Kann man da noch ums Eck gehen? Es tut mir leid, ich habe das gerade gesehen. Ich muss nochmal zurück und schauen. Aber es sah natürlich jetzt nicht aus, als ob man diese Tür benutzen könnte. Nein, ich fühle mich schon wieder ausgegrenzt. Keinem stehen diese Türen offen. Okay, ich bin gespannt. Denn ich muss ja jetzt zugeben, jetzt kommen wir an die Stelle, wo ich nicht mehr weitergespielt habe. Ich konnte mich natürlich jetzt an die anderen Sachen auch nicht mehr so erinnern. Ich hatte sie ja erst einmal gespielt. Da prägt sich das noch nicht so ein. Ja, aber jetzt schauen wir mal. Guten Tag. Oh, du bist neu hier. Und woher kommst du? Finde ich mal gut, dass er nicht antwortet. Sehr unhöflich. Ja. Schauen wir mal, was hier jetzt passiert. Huhu, da bist du, mein Lieber. Es wird dich sicher freuen zu hören, dass deine Kleidung fertig sind. Kleidungen? Schick, probier sie am besten gleich an, Olli, ja? Ich mache auch meine eigenen Sätze, aber egal, der Inhalt stimmt. Klar. Ich hole sie für dich, mein Lieber. Warte hier, ich komme gleich zurück. Ja, vielen Dank, gnädige Frau. Vor allem, dass ihr es umsonst macht. What do you think? Was meinst du? Oh, that's trendy. You look proper sharp, Ollie boy. Ist das nicht ein bisschen albern? Ich meine ja nur einen Umhang. Was soll das denn heißen, mein Lieber? Passt wie die Faust aufs Auge. Vielen Dank. Wie viel kostet das? Huhu, die alten Sachen, red doch keinen Unsinn. Du tust mir einen großen Gefallen, wenn du mir den Kram abnimmst. Wirklich? Sind Sie sicher? Huhu, ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt etwas genäht habe. Es war ein Heidenspaß, Liebling. Mach dir keine Gedanken darüber. Aber ich wäre dir dankbar, wenn du hin und wieder etwas bei mir einkaufst. Würdest du das tun, mein Lieber? Natürlich machen wir das. Vielen Dank. Was ein Glück. Olli, wir sind dem Laden wohl den einen oder anderen Besuch schuldig. Auf jeden Fall. Du erhältst eine Reisekleidung. Und, wo du jetzt so schnieke angezogen bist, können wir rüber zum Palast. Schick. Zeit, den König zu besuchen, hm? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, cool. Ja, schön. Sieht doch hübsch aus. Kann ich ihm vielleicht jetzt den Umhang anlegen? Weil er ja jetzt einen trägt. Nee, immer noch nicht. Gut, dann ist der Umhang für irgendjemand anderen. Hat die Dame vielleicht was für uns? Hm? Wer ist da? Oh, ein Kuhhunde. Wie kann ich behilflich sein? Und schon erinnert sie sich nicht mehr an uns. Ist ja schon lange her. Kaufen. Okay, wir können hier... Das, was das?
Das Innere dieser Frucht leuchtet und wird seit langem genutzt, um jenen zu helfen, die vom Dunkeln befallen sind. Oh, schön. Halt Blindheit, okay? Ah, ich könnte das hier in meinem Dingsy-Bumsy, in meinem Wichtel kaufen. Weil ich glaube, der steht voll auf Schokolade. Natürlicher Honig, den die Horzissen herstellen. Begehrt wegen seines Duftes und des süßen Geschmacks, blablabla. Tückischer Honig, nicht türkischer Honig. Wie lustig. Okay, das scheinen irgendwie Komponenten zu sein für irgendwas. Die scheinen jetzt gerade nicht zu bringen. Aber wir haben jetzt auch nicht so viel Geld. Ich glaube, ich warte nochmal. Möglicherweise finden wir auch eh alles, was wir brauchen. Danke für euren Besuch. Hoch, bis zum nächsten Mal. Ja. Hui, schön, der Umhang. Ja, cool. Dann würde ich sagen, gehen wir Richtung Palast. Aber es wohnt mich gerade ein bisschen, dass ich nicht weiß. Verlauf dich bloß nicht, Mann. Ich weiß ja nicht mal, wo links und rechts ist. Echt? Ach, schön mit dem Umhang. Ich weiß absolut nicht, wo der Junge ist. Der wird jetzt wahrscheinlich auch nicht nochmal... Der andere wird noch hier oben hängen. Und das da hinten wird er auch nicht sein. Ich denke mal, sie sehen alle gleich aus. Aber die Jungs sehen ja hier trotzdem alle gleich aus. Und dann sind sie es nicht. Hallo. Heute ist ein guter Moment zu verkloppen, die Frage ist nur mit. Da ist immer noch der Prügeljunge. Keine Ahnung, was mit dem schiefgelaufen ist. Boah, hätte ich einen Balkon, würde ich auch so da drauf stehen. Hier die Täubchen. Ach schön, ich mag das. I like it. Ja, dann laufen wir jetzt erstmal Richtung König. Also so groß ist die Stadt ja nun auch nicht, dass man sagen könnte, oh, ich bin an irgendwas vorbeigelaufen. Wie süß. Hallo. Ups, okay. Und es blinkt ja auch nichts. Ich habe ja die Augen offen gehalten. Na, vielleicht rennt der Junge auch im Palast rum. Hallo. Achso, das ist der Typ. Der ist aber weit gelaufen. Hier, ein Junge. Es hat sich ein bisschen was verändert. Das heißt, König Tom fährt sich... Okay. Ach, wie schön. Es sind immer noch die gleichen, aber die haben sich tatsächlich nur so ein bisschen bewegt. Bald findet das Katzenkampfturnier statt. Ich muss anfangen zu trainieren. Was? So was Brutales. Da will ich mich doch einmal noch mal ein bisschen umschauen. Ich laufe nur noch mal kurz nach da oben, um zu gucken, ob der da nicht erschienen ist. Ja. Ach, das finde ich aber echt eigentlich ganz cool, dass sie das so gemacht haben. Ja, da oben leuchtet nichts. Der Junge steht immer noch hier. Sag mir, wo dein Bruder ist, verdammt. Nee, ich finde das ganz cool, dass die sich trotzdem auch ein bisschen wegbewegen. Das ist in Anführungsstrichen realistisch. Och, und er steht jetzt auch da und möchte rein. Ja, cool. Nee, finde ich gut. Hallo. Willkommen in Katzbuckel. Diese Straße führt zum königlichen Palast. Ihr seid Reisende, nehme ich an. Eindeutig, in dieser Kleidung. Ja, wir sind hier, um den König zu sehen. Ah, ihr ersucht um eine Audienz bei König Tom, richtig? Ich würde euch ja zu gerne durchlassen. Oh, aber ich fürchte, es geht zurzeit leider nicht. Hä, aber warum? Ein unglückseliger Diener des Königs hat den geliebten Fisch seiner Miaustät in den Burggraben entwischen lassen. Dieser rote Hering ist der ganze Stolz des Königs und außerdem eine vom Aussterben bedrohte Tierart. Ich bezweifle, dass seine Majestät den Fisch ersetzen könnte, sollte er nicht mehr auftauchen. Ich weiß nicht, was sich dieser Diener dabei gedacht hat. Das heißt jedoch, dass alle im Palast gerade damit beschäftigt sind, den roten Hering zu suchen. Kommt lieber ein andermal wieder. Oh, na gut. Was sollen wir jetzt tun, Tröpfchen? Der Burggraben, hat er gesagt. Wenn mich nicht alles täuscht, ist der Graben mit ein paar von den Flüssen verbunden, die durch die Stadt fließen. Du denkst, er könnte bis in die Stadt geschwommen sein? Schon möglich, ja. Warum schauen wir uns nicht mal in ein paar Teichen um? Für alle Fälle? Kann ja nicht schaden, oder? Stimmt. Oh, ich hoffe, wir finden diesen roten Heringtröpfchen. Ich auch, Olli. Dann lass uns mal angeln gehen. Angeln? Ich habe keine Angel. Aber ich habe eine kleine Vermutung. Es ist ja da hinten dieser... Ja, dieser kleine Teich, wo wir auf diese Pfähle springen können. Möglicherweise ist der vielleicht da drin. Das könnte vielleicht sein.
laufen wir mal hoch, aber uns zeigt der Stern das ja eh schon an. Von daher ist, glaube ich, die Idee auch gar nicht so falsch. Aber ich frage mich immer noch, wo der dritte Junge ist. Das gibt's da nicht. So, genau. Ich habe richtig gedacht. So. Schau, Olli. Siehst du den roten Hering da drüben? Eigentlich nicht. ich würde sagen, ich habe unseren Fisch gefunden. Aber sieh mal lieber genau nach. Nur um sicher zu gehen, nicht? Ich? Wieso muss ich darüber? Na, wer sonst sollte es machen? Fitz, der Fischforscher? Komm schon, hüpf einfach auf die wackeligen Holzpfähle da. Wird schon schief gehen. Ach, Menno. Na gut, ich versuch's. Ja, komm, haben wir doch schon gemacht. Blub, blub. So, weiter als hier geht's auch nicht. Ja. Ah. Ah. Verflixt. Er ist entwischt. Entschuldigung. Das ist aber ein lebhafter Bursche. Ich glaube, er ist in Richtung Palast abgezischt. Olli, ihm nach. What? Das konntet ihr jetzt so sehen? Muss ich jetzt wieder zurück? Aus dem Weg. Ich bin beschäftigt. Okay, dann muss ich jetzt wieder zurückrennen. Super. Hat sich auch richtig gelohnt. Oh, die Mauer. Ich kann nicht vorbei. Ich kann nicht vorbei. Aber wo ist dieser verdammte Junge? Also, ich war ja nun echt überall. Naja, egal. Kümmern wir uns erstmal um den Kram. Ah, genau, jetzt müssen wir da hoch. Ja, also... Ich kann es mir nicht vorstellen, dass mir das Spiel es so unglaublich schwer macht, dass ich den jetzt hier nicht finde oder dass er so mega versteckt ist. Möglicherweise müssen wir echt einfach noch warten. Handlungstechnisch. Huch. Ah, da. Oh, da liegt er. Pack ihn ein. Pack ihn ein. Haben wir aber Glück gehabt. Zack. Stirbt ja nicht ohne Wasser. Kein Problem. Das ist also der Lieblingsfisch des Königs, hm? Schick. Das ist ja mal ein roter Hering, wie er im Buche steht. Jetzt kriegen wir sicher eine Audienz beim König. Zurück zur Palastwache, oder? Mhm. Ach, wie schön. Jetzt muss er den tragen. Mein Gott, der Fisch stirbt doch. Na gut, wir beeilen uns. Tröpfchen, ne? Okay. Hallöchen. Ihr schon wieder. Wir konnten König Toms Haustier leider noch immer nicht finden. Meinst du den hier? Wir sind hier, um dem König seinen Fisch wiederzubringen. Ist das... Meine Güte... Dem majestätischen Purpur des geliebten roten Herings unseres... Des geliebten roten Herings unseres Königs würde ich unter Tausenden wiedererkennen. Da soll mich doch... Muss wohl durch die Abwasserkanäle in die Stadt rausgeschwommen sein, denke ich. Meinst du? Ich muss die anderen Wachen sofort darüber in Kenntnis setzen. Ah, wenn ich mich recht entsinne, ihr wolltet... Genau, wir müssen den König sehen. Aber natürlich. Aber in seinem derzeitigen Zustand... Boah, sind jetzt schon wieder... Was ist? Stimmt was nicht? Das kann man wohl sagen. Habe ich erwähnt, dass der Pfleger des roten Herings ihn einfach hat entwischen lassen? Alle im Palast sind in letzter Zeit so nachlässig geworden. So nachlässig, dass wir sogar die Hilfe von Reisenden benötigen, wie ihr selbst feststellen konntet. Ich sollte es euch vermutlich nicht sagen, aber der König selbst ist das Phlegma in Person. Und diese Passivität scheint sich auf auch auf seine Untertanen zu übertragen. Phlegma. Ist das sowas wie Faulheit? Ist das Phlegma oder Phlegma? Phlegma ist das, glaube ich. Ist das sowas wie Faulheit? Ich fürchte ja. Nun, vielleicht wird es ihm den nötigen Elan verleihen, wenn er seinen geliebten roten Hering zurückbekommt. Hinein mit euch. Schick, wir gehen zum König. Na los, Olli. Oh, ich dachte schon, wir müssen jetzt schon wieder irgendwas machen. Ich meine, ich hätte nichts dagegen, aber... A pleasure to meet you, you and me, Majesty. So it was you who delivered one's treasure back to one, hm? That's right. Yes, Your Majesty. Mm. And you wish for a prize? Mm? Go on, man. Ask him. Come now, don't be shy. Well, Your Majesty. Out with it now. We need your wand. One's wand. Mm. Huh? What did you say?
smell. Could it be? That's right, you are Meowjesty. He's not from our world. He's the one whose power freed me from my prison. What? You mean he broke his spell? This little boy? Yes. Do you understand what you're saying, Fairy? Once you defy him, there's no turning back. I know, but... But what precisely? Well, you know, he might be able to... It's not one's concern. You may not have the wand. Now be gone. Does that mean no wand, Mr. Droopy? Looks like it. Hat ja gut geklappt. So how do we get the wand now? Something wasn't quite right about our royal friend. Broken-hearted he is, or I'm broken-headed. The king is? Lacking enthusiasm, it looked like. And because he's broken-hearted, the whole king... What are we waiting for? Let's go find the piece of heart he's missing. Blimey, you don't need much encouragement, do you? Die Wache vor dem Stadttor hatte auch zu wenig Enthusiasmus, oder? Genau, Olli, wie gesagt, wegen seines gebrochenen Herzens reißt der König alle anderen mit ins Verderben, schätze ich. Aber die andere Wache hat uns was von ihrem Enthusiasmus gegeben, damit wir seinen Freund helfen. Wir sollten ihn um einen Nachschlag bitten. Nee, Junge, so läuft das nicht. Es gibt eine ganz wichtige Regel, wenn es um Herzstücke geht. Echt? Und welche ist das? Na, du kannst nicht zweimal das gleiche Stück von derselben Person nehmen, verstehst du? Ein Portionchen ist in Ordnung, mehr wäre gefährlich. Oh, das wusste ich nicht. Ich werde von jetzt an sehr vorsichtig sein. Aber was machen wir nun, Tröpfchen? Wir durchkämmen die Stadt nach jemandem, der übermotiviert ist. Was sonst? Ist zwar ein verpennter Ort hier, aber irgendwo wird's schon so einen geben. Die Frage ist nur, wo? Katzbuckel ist schließlich nicht gerade ein Dorf. Genau genommen ist es sogar ziemlich groß. Oh, echt? Da ist was dran. Steckt hier etwa jemand in der Zwickmühle? Verdammt mich, Mann. Erschreckt mich doch nicht so. Oh, hallo, Herr Sprechender Stein. Ihr scheint etwas ratlos, meine jungen Freunde. Ich habe mir gedacht, dass euch eine Prise meines umfangreichen Wissens wohl von Nutzen wäre. Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Wir müssen uns nämlich von jemandem ein Stück Herz borgen, aber wir wissen nicht, wo wir eins finden können. Nichts leichter als das, mein lieber Oliver. In solchen Fällen solltest du einfach deine Fiole im Auge behalten. Wie genau meinen Sie das? Nun, die Fiole ist nicht nur dazu gut, Herzstücke aufzubewahren. Sie reagiert auch auf deren Präsenz. Befindet sich eins in der Nähe, leuchtet sie auf. Schick, dann können wir damit also Enthusiasmus aufspüren, Also, mein Junge, ich erzähle dir noch ein bisschen was über deine Fiole. Du wirst feststellen, dass sie hin und wieder hell leuchtet. So reagiert sie, wenn sich jemand in der Nähe befindet, der eine der Tugenden des Herzens in Überfluss hat. Überdies leuchten alle, die ein Stück Herz abgeben könnten, in sattem Grün... Ach, mein Gott. Überdies leuchten alle, die ein Stück Herz abgeben könnten, in sattem Grün auf der Minikarte rechts oben auf dem Bildschirm. Super. Daraus lässt sich zwar nicht ersehen, welche Tugend die Person im Übermaß besitzt, aber es sollte sich dennoch als äußerst nützlich erweisen. Das wird es bestimmt. Und nun mach dich auf, um dein Herzstück zu finden, junger Abenteurer. Vielen lieben Dank, Herr Sprechender Stein. Und solltest du je wieder einen Rat benötigen, werde ich dir ganz zur Verfügung stehen. Aber nun leb wohl, meine Freunde. Flupp. Alles klar, Olli. Suchen wir uns wen mit zu viel Enthusiasmus, ne? Wenn deine Fiole plötzlich aufleuchtet, dann wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Verstanden. Los, Tröpfchen. Okay, cool.